Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal. Sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop. Sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken in den Item Shop vom 4.8.2019. Wir haben heute zwei neue Items drin. Den Kristall und den Bronto. Zwei neue Outfits. Wir fangen an mit auf der rechten Seite mit dem Munition Expert. Genau. Jo, wie gibt's denn den? Ich finde den Trials nicht so wirklich toll. Ach, ich finde den auch so nicht so toll. Diesen Oldschool Army Style für 1200 V-Bucks. Ja, aber es ist doch ein Tryhard Skin ja gleich. Ich finde den doch ziemlich toll. Ich finde doch die alten Army Jeeps mit diesem Stern da drauf nicht so toll. Kriegt von mir 4 von 10. Von mir 2 von 10. Die Benotung ist aber insgesamt schon runtergegangen. Ja, 3,61 von 5 bei 83 Wurzeln erst beim 7. November 2017 im Shop gewesen. Seitdem 37 Mal und 56 Mal ist 37 Mal. Aber ich glaube, das Teil war schon mal auf über 4. Kann sein. So, Goldgräbe. Gold. Für 800 V-Bucks. Ja, ich ist es hier nicht in Englisch, der Gold Digger. Finde ich persönlich nicht so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Von mir auch. 3,38 von 5 bei 26 Votes, was beim 6. März 2019 im Shop gewesen. Seitdem 5 Mal und 15 Reminders. Dann kommen wir zu Schrittwechsel. Schrittwechsel. Mega geil. Kriegt von mir 10 von 10. 10 von 10? 10 von 10. Mega geil. Für 500 V-Bucks ist da. Von mir auch 10 von 10. Bedeutet. Bedeutet die Switch Step. Hat eine Benotung von 4 von 5 bei 19 Votes zum ersten 16. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 5 Mal und 27 Reminders. Dann kommen wir zu der Zündkerzenkünstlerin. Genau. Für 1200 V-Bucks das Teil, wenn du die mal umdrehst, ist da hinten, ich weiß immer noch nicht, was das sein soll. Das ist irgendwie so ein komischer Rollwagen, da keine Ahnung. Im Hundestyle. Das Teil kriegt von mir. Zündkerzenkünstlerin kriegt von mir 6 von 10. Von mir 7 von 10. 4 von 5 bei 50 Votes war es beim 10. Februar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 55 Mal. Dann kommen wir zum Bull. Rah. Mega witzig, mega cool irgendwo der Teil. Und kriegt von mir 7 von 10. Oh Gott, oh mein Gott, 7 von 10. Von mir 8 von 10. 2,71 von 5 bei 7 Votes. Natürlich mit einem guten Schuber gezeigt. Zum ersten Mal am 21. Juni 2018. Seitdem 6 Mal und 24 Reminders. Dann kommen wir zum Bellenwirbel. Eine animierte Lackierung, die. Ja. Ja, also ganz wenig animiert, wie man sehen kann. Aber richtig wenig. Das sieht nicht schlecht aus. Aber auch nicht geil. Ist auch nicht geil, aber. Schaut mal, ich habe hier die Magma Lackierung. Die Magma ist geil, ja. Viel heftiger. Ja, aber das Ding kriegt von mir 7 von 10. Waren die 7 von 10? 7 von 10 kriegt der Wellenwirbel. Ripple hat eine Benotung von 4,38 von 5 bei 8 Worts erstmal am 11. Juni 2019 Schock gewesen. Seitdem zweimal nur. Und 12 Reminders. Dann kommen wir zu. Dem Terminus. Dem Terminus. Nee, zum und Oblivion. Oblivion. Ja, das sind so diese alten. Also das war ja noch bevor jetzt dieser Zukunftskram in Fortnite reingekommen ist, ja. Mit Robotern und diesem und jenen. Robotern ist so sch. Also Leute, Robotern ist so sch. Ja. So ein Schwachsinn. Ja, ist total bescheuert. Der Oblivion, ich finde, der sieht allerdings besser aus als der nächste, der gleich kommen wird. Ja. Ich denke, der wird wieder drin sein. Und Oblivion, für 2000 V-Bucks kriegt von mir der Oblivion immerhin 7 von 10. Von mir kriegt er 10 von 10, weil ja, Omega Oblivion. Belohnung von 4,33 von 5 bei 114 Votes und erstmal am 8. Juni 2018 schon gewesen. Seitdem 11 Mal und 143 Mal. Das war ja damit der Abschlussskin quasi zur Season 5. Es kommt 4. Dieser Kriterion und den finde ich gar nicht mehr so toll. Der kriegt von mir 5 von 10. Von mir kriegt er auch 2000 V-Bucks. Also
2,91 von 5 bei 140 Votes und erst beim 6. Juli 2018 gewesen. Dann 11 Mal und 28 Reminders. Das sieht doch nicht toll aus. Genau, dann kommen wir zum nächsten Item, Terminus. Terminus finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht. Kriegt von mir 8 von 10 der Terminus. 10. Für 1200 V-Bucks das Teil. 4,55 von 5 bei 22 Votes und erst beim 8. Juli 2018 Show gewesen. Seitdem 11 Mal und 29 Mal das. Dann war es das mit dem Set. War es das mit diesem Set. Und jetzt kommen wir zu dem ersten neuen Item, den Nein, erstmal kommen wir zum Pterodactylus. Den finde ich cool, den Pterodactylus für 1200 V-Bucks. Der kriegt von mir 9 von 10. Von mir 8 von 10. 3,865 bei 36 Votes und erst beim 8. Pterodactylus 3,86 von 5 bei 36 Votes zum ersten Mal am 21. Juni 2018 im Shop gewesen. Seitdem 10 Mal und 19 Reminders. Dann kommen wir auch schon zum. Diese Picke finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Ist was Außergewöhnliches, aber jetzt nicht so der Oberbringer. Der Teil kriegt von mir 6 von 10. 6 von 10 von mir kriegt das Ding 7 von 10. 3,52 von 5 bei 40 Votes zum ersten Mal am 20. April 2018 im Shop gewesen, dann 13 Mal und 33 Reminders. Dann, ja, jetzt kommen wir auch schon zum Bronto. Dreh den mal bitte. Oh Gott. Also erstmal ranzoomen, da sieht man dann drin. No-Skin. No-Skin da drin. Dreh den mal ganz kurz so ein bisschen zur Seite. Guck mal, da sieht man, da oben bei dem Backpack fehlt der Kopf und der Kopf ist letzten Endes das, was er oben eben aufgesetzt hat. Dreh den mal so ganz kurz zur Seite, dass man den mal im Profil sehen kann. Guck so, ne? So, guck. Dreh mal andere Seite am besten. Von der anderen Seite mal. Guck, da sieht man noch ein bisschen mehr. Da sieht man es am besten, ja, wie das aussieht. Also da hinten der Körper und dann soll das der Kopf da oben sein. Ja. Allerdings, naja, also. Wobei, ich muss schon sagen. Der ist besser als der Rex. Ich wollte gerade sagen, ich finde den besser als den Rex. Auch wenn er lila ist. Ja, ich auch. So, aber den Rex finde ich schrecklich. Ich auch. So, also er ist besser als schrecklich. Ja. Das ist schon mal toll. Das ist schon mal gut. Also er ist schon mal besser als, keine Ahnung, 3 oder 4. Okay. Ja, es wird schwer, wie viel besser. Okay. Wie viel besser findest du den dann? Ja, normalerweise der Rex bekommt von mir 2. Der bekommt von mir halt 3. Ja, das ist natürlich deutlich viel besser als der Rex dann, ja. Also ja, das ist eine Steigerung um 50%. Bei mir ist das eine Steigerung um 50%. Bei mir ist es gut, wenn sich das um einen Punkt So, also bei mir kriegt der Bronto kriegt von mir 5 von 10. 5 von 10. Ja, das ist genau die gleiche Steigerung bei dir. Ja. Von 4 auf 5. Wir haben. Nur, dass bei dir halt 25% sind. So, wir haben den auf der Map gesucht. Wir haben geschätzte 15 Matches uns angeguckt. 15 oder meinst 30? Meinst du, es waren so viel? Es war extrem viel. Es war extrem viel. Also wir haben einiges an Zeit jetzt auch investiert. Deswegen kommt das Video auch zu spät. Und wir haben das Ding einfach nicht auf der Map finden können. Ja. Also wir haben festgestellt, dass sowieso sehr viele Skins eigentlich jetzt momentan aus dem Battle Pass, also fast alle spielen diese Battle Pass Skins, auch wegen den Aufgaben mit Sicherheit, den Bronto findest du nicht. Ja. So, also, ja, schauen wir mal. Vielleicht, wenn wir den irgendwann also noch Leute, finden. Also Leute, als wir angefangen haben zu suchen, war es 3 Uhr nachts? Ja. Als wir, nee, nein. Nee, war es nicht. Kurz vor 4. Kurz vor 4 und jetzt haben wir 17:45. Ja. Boah, kleine Zeitspanne. ja. Und, und Leute, wir haben ja die Matches nicht mehr zu Ende gespielt, sondern wir sind rein, raus. Genau, noch bevor der Battle Bus gestartet ist. Also, so. Gucken wir mal nach dem Pronto. Oh Gott. 2,67 von 5 bei 3 Votes zum ersten Mal heute im Shop gewesen. Daran erkennt man, warum ihr nicht zu finden ist. Mit 7 Reminders. So. Dann kommen wir. Auch schon zum Kristall. Letzten Item, den Kristall. Dieser Skin war, zoom mal bitte an den ran, der war mehrfach zu sehen. Also, jetzt pass mal auf, jetzt mach den mal nach vorne bitte. So. Er sieht doch ein bisschen aus wie so eine. Also, wenn du jetzt mal da unten alles so wegdenkst, könntest du der Meinung sein, ist irgendwie so eine Hermine aus Harry Potter rum. Nein, dieser Geist aus der.
Die Myrte. Das ist eine Beleidigung, aber ja. Wie die Myrte so ein bisschen, ja. Oder? Die hat ja auch die Haare so gehabt und so eine Brille aufgehabt, oder? So eine große? Ja. Aber jetzt vergrößert. Hast du die gesehen? Die sieht aus wie die Hermine. Nein, das war jetzt. Sorry, ich habe das verwechselt vom Namen. Aber die erinnert mich an die Myrte. Ja. So, die muss ich spielen, die blende ich auch gleich mal ein. Ja. Neben dran. Du kannst ja auch mal Hermine neben dran einlegen. Bitte. So, also. Ja, also Hermine wäre natürlich deutlich viel besser gewesen vom Myrte ist aber auch ein spezieller Charakter. deswegen zoom mal bitte raus nochmal, ja. Dreh die nochmal so ein bisschen. Ja, also Leute, ist halt erstes, was er gleich denkt, wenn er einen Fortnite-Skin sieht, Myrte. Nee, die sieht aus wie Myrte. Guck doch mal. So. Das ist wie eine Myrte, nur halt mit anderen, mit so einer Armeehose und so. Das passt halt nicht zu Harry Potter, aber sieht aus wie Myrte. Ohne Scheiß. Wir werden das gleich einblenden. Mal vergleichen. So, Myrte, Kristall kriegt jetzt hier, Moment, jetzt hier eingeblendet. Genau. So, wie viel gibt's denn da? Kristall kriegt von mir 7 von 10. Von mir 8 von 10. 5 von 5 bei 4 Votes und 21 Reminders. Ja, da wir ja auch ein Gameplay gefunden haben dazu, ja, jetzt oben in der rechten Ecke auf das i klicken, das ist da verlinkt und da könnt ihr euch das gerne anschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, use und support the creator code, support the creator code, bis dahin. Gameplay.